Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei unserer süßen Sky, der Carla und unserem neugeborenen Moon. Und es ist tatsächlich jetzt schon heute soweit. Der Geburtstag steht an von Moon und dann wird die Süße zu einem Kleinkind. Und am Tag darauf hat Carla tatsächlich schon Geburtstag. Dann wird sie zur Seniorin. Und komischerweise steht Sky auch hier im Kalender, obwohl sie ein Vampir ist und nicht altert. Aber wir akzeptieren das einfach mal. Sky ist gerade dabei, hier die Staffelpremiere zu schauen. Denn nachts, was hat ein Vampir sonst zu tun? Ein Sim 24 Stunden am Stück wach halten. Das ist jetzt nicht so schwer bei einem Vampir. Aber Moon hat sich das richtig schon wieder eingekackt. Naja, oh, sie ist besessen. Aber kann sie trotzdem noch die Binde wechseln? Das wäre sehr, sehr nett. Zumindest geht sie dahin, das ist schon mal gut. Ja, ich möchte auch von meiner besessenen Mutter erstmal die Windeln gewechselt bekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber während die Süßen hier im Hintergrund die Windeln wechseln, werde ich jetzt einfach mal hier den Knopf drücken. Und es ist die 127 für heute. Dann schauen wir mal, was die 127 ist. Tausche alle Lampen mit Kerzen aus. Das ist tatsächlich gar nicht mal so geil. Hä, wieso wurde die Leiter abgebaut? Und das hier. Warum? Wir haben, glaube ich, nur Deckenlampen, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir nur eine einzige Lampe an die Wand angebracht haben. Dann wird es wohl dieser Kronleuchter werden. Ja, ich werde erstmal alles entfernen an Lichtern und dann überall dort in den Räumen. Oh, nicht. Nee, dann muss ich die ja verkaufen eigentlich, oder? Obwohl, ich kann die auch einfach erstmal behalten. Weil ganz ehrlich, also ich habe ja nicht da stehen, dass ich die jetzt dann für immer... Also es steht zwar ersetzen, aber das heißt ja nicht, dass ich die jetzt dann für immer weghaben muss, oder? Das wird halt null am Ende zusammenpassen, Leute. Weil es ist ja schon größtenteils relativ modern gehalten, das Haus. Wer hat sich denn so einen Quatsch ausgedacht für diese Challenge hier? Manometer. Ich meine, es ist ja schon irgendwie gemütlich, diesem Kerzenlicht. Aber ja, wie es einfach ausschaut. Es ist bescheuert. Wer hat sich das ausgedacht, ehrlich? Meine Güte. Ach, Manu. Dennoch werden natürlich alle Lichter auf automatisch gestellt. Alle Kerzen, nee, alle... Ja, okay, alle Kerzen, okay, meinetwegen. Wir haben ja nur noch Kerzen. Oh Mann. So, die Staffelpremiere war grauenhaft, haben wir uns nämlich gar nicht drum gekümmert anscheinend. Naja, ist dann halt so, ne? Ich werde den Geburtstag von dem Kind jetzt aber auch nicht großartig zelebrieren. Weil, ich meine, mit Babys in Sims 4 ist halt immer so eine Sache, ne? Das wissen wir ja schon. Dennoch werden wir natürlich Moon dann umstylen und so, ne? Ich bin sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Carla ist auch schon wach. Die denkt sich wahrscheinlich auch nur so, warum sind hier überall auf einmal Kerzen? Sie scheint aber ziemlich glücklich zu sein. Also ich meine, ja, also sie freut sich natürlich über das Kind. Ansonsten ist sie ziemlich ausgeglichen. Das ist sehr, sehr schön tatsächlich. Wir werden mal gucken, ob wir die beiden dann vielleicht zumindest freundschaftlich ein bisschen wieder auf eine Ebene bringen. Ich meine, wir müssen jetzt ja nicht direkt anfangen, die wieder romantisch auf so ein Level zu bringen, weil... Ich glaube, das ist halt auch einfach unrealistisch, ne? Ich denke schon, dass sie nochmal mehr zueinander finden werden. So, und bevor die beiden zur Arbeit müssen, werde ich jetzt sagen, ich altere das Kind. So, denn schauen wir mal, sie hat auf jeden Fall pinke Haare. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. Wir drücken natürlich auf Random. Sie ist eine Charmeurin. Oh. Und dann ist natürlich fertig und... Ja, ich denke, sie wird ziemlich süß sein. Gut, dann gehe ich mal in den Cars. So, und das ist jetzt auch der Moment der Wahrheit. Wird sie ein Vampir sein oder nicht? Sie ist wirklich ein Vampir. Jetzt passt der Name auf jeden Fall natürlich nochmal 10-mal besser als zuvor. Ich meine, ein Vampir, der Moon heißt. Ich finde es nur komisch, warum hat sie denn blonde Augenbrauen? Ich meine, auch Sky hat dunkle Augenbrauen und Carla ebenso. Deswegen werde ich die auf jeden Fall auch dann in schwarz ändern, weil sonst ergibt das dann gar keinen Sinn. Dass sie jetzt pinke Haare hat, ist auch ein bisschen wild. Aber an sich finde ich sie schon ziemlich schnuckelig. Ab in die Timelapse.
Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dann dabei. Schon. Bei Kleinkindern kann man natürlich jetzt noch nicht so viel tun immer, aber ja, also sie hatte ja automatisch tatsächlich schon ziemlich viel so hellblau und so. Deswegen denke ich einfach, dass sie diese Farbe einfach sehr gerne hat. Und ich finde, sie sieht unfassbar süß aus. Oh, look at her. Ich mag sie richtig gern, echt. Wow. Also ich habe mich auch für diese Frisur entschieden. Also ich wollte auch, dass sie jetzt diese pinken Haare hat, weil wenn sie jetzt dann schon so generiert wurde, dass sie halt dann direkt diese pinken Haare hat. Dann hat sie die jetzt halt einfach, weil normalerweise haben Kleinkinder und Kinder ja, glaube ich, diese Chance, gar nicht diese pinken Haare zu haben. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt schon so generiert wurde, habe ich mich jetzt darum gekümmert, dass sie die dann auch jetzt dann schon hat. So, das ist dann ihr Alltagsoutfit, finde ich unfassbar süß. Dann ihre Abendkleidung, die sie wahrscheinlich niemals nutzen wird. das wird mit den meisten Outfits so sein. Deswegen wollte ich, dass es halt süß aussieht, weil für den Fall, dass wir es doch brauchen. Ihre Nachtwäsche finde ich auch sehr, sehr süß. Also finde ich auch sehr kindgerecht. Ja, einfach mit den süßen Puschen auch. Ja, damit sie halt nicht mit Nackedei-Füßen aufstehen muss. Dann ihre Ausgekleidung ist auch sehr, sehr süß. Dann ihre Badekleidung finde ich auch unfassbar schnuckelig. Also ich mag zwar Punkte selber nicht so, aber es passt halt in ihr Farbschema, weil sie hat ja schon viel rosa und blau halt in ihren Outfits jetzt generell gehabt und dann dachte ich so, ja, das ist jetzt perfekt. Und ihre Sommerkleidung. Ich denke schon, dass Carla und auch Sky darauf Rücksicht nehmen, dass sie halt immer geschützt ist vor der Sonne und so, weil ich denke schon, dass Sky auch vorher merkt, dass Moon auch ein Vampir hat, dass so, dass sie ihre Gene übernommen hat und ja, natürlich passt sie dann darauf auf, dass ihre Tochter noch nicht allzu sehr der Sonne ausgesetzt ist, auch wenn sie natürlich jetzt noch keiner Gefahr entgegensteht. Und ihre Winterkleidung ist auch unfassbar cute. Oh, ja. Und ja, ich denke, das war's auch schon. Und dann können wir jetzt wieder ins Spiel reingehen. So, Sky ist schon fleißig und trainiert hier. Sehr schön. Es ist aber leider schon hell. Deswegen, wo ist denn die süße Maus? Oh, sie wird gerade getragen und kriegt anscheinend Essen. Sehr schön. So, ich werde dann die Wiege verkaufen, I guess. Denn ohne Bett kann die Süße natürlich nicht schlafen, aber das muss sie natürlich. Wieso kann ich das Bettchen nirgendwo reinstellen? Also eigentlich... Hey, I don't get it. So, jetzt passt es auf jeden Fall. So, sie hat direkt Joghurt bekommen. Sehr schön. Siehst du sie? Oh, kannst du bitte deine Tochter nochmal rausholen? So, Sky denkt, sie mag Fitness. Das finde ich auf jeden Fall realistisch. So viel Fitness, wie sie schon getrieben hat in ihrem Leben. Oh, die ist so cute. Jetzt müssen wir halt gucken. Lassen wir so ein Dingens engagieren? Ich denke schon, wir ersetzen mal kurz das Klo. Ja, ich denke, wir engagieren einen Sitter, weil wir haben auf jeden Fall genug Geld dafür. Und dann können wir auch ein bisschen Zeit mit der süßen Mausi verbringen, weil dann kann sie auf jeden Fall ihre Fähigkeiten schon ein bisschen erhöhen. Weil es wäre natürlich schon cool, wenn wir dieses Bonusmerkmal bekommen würden. So,
Wir haben tatsächlich eine Woche Zeit mit ihr als Kleinkind. Das ist sehr, sehr schön. Da ist das Kindermädchen Lara Church. Wir können sie lieb haben. Wie süß. Aber kann ich ihr nicht Hallo sagen erstmal? Dann habe ich sie einfach lieb. Ich denke, wir werden im nächsten Part wieder die normalen Lichter benutzen, weil das geht leider gar nicht fit. Yay, eine Abstimmung wurde eröffnet. Darum müssen wir uns auf jeden Fall auch kümmern. Oh, süß. Die Umarmung tat auf jeden Fall beiden gut. Ich bin Lara, das Kindermädchen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin eine Koryphäe auf meinem Gebiet. Ich kann spielen, kochen und unterrichten. Gegen Windelwechsel und Aufräumen habe ich auch nichts einzuwenden. Ich freue mich auf einen lustigen Tag mit dir. Yay! Verzückt, weil umarmt wurde. Oh ja, Umarmung. Ja, knuddel mich. Dann neue Freunde. Das gefällt dir auf jeden Fall auch, weil sie sehr schmüren. Das glaube ich auch. Oh, süß. Süße Masi. Sie ist tatsächlich schon ziemlich müde. Voll wild auf jeden Fall. Aber ich denke, sie würde jetzt ein bisschen mit Puppen spielen. Was hat Lara denn so vor? Ja, geil. Das finde ich sehr toll. Ich liebe es, wenn Kindermädchen aufräumen. Ja, aber nach dem Puppenspiel muss sie tatsächlich wahrscheinlich schon schlafen gehen. Dann können wir eher ein Buch vorlesen lassen, damit sie halt auch ein bisschen Fähigkeit erlernt. Wow, sie kocht sogar. Wie cool ist sie denn? Wow. Ich spiele halt meistens nie mit diesen Zittern, ne? Deswegen, I don't know, was die genau tun. Moon ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Ja, ich weiß doch, Spiel. Warum ist sie denn wütend? Ach, weil sie müde ist. Oh. Eine gute Nachtgeschichte fragen. Da kommt sie auch schon direkt angelaufen. Vor allem, das Kind ist gerade erst so ein Kleinkind geworden und dann muss sie von jemand anderem ins Bett gebracht werden. Tantiem, sehr schön. Silvester ist morgen. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Ach, sie ist so süß, ne? Ich weine einfach. Wie kann man denn so süß sein, dieses Kleinkind? Oh, sie wird bestimmt später richtig hübsch werden auch. Ich werde jetzt aber ein bisschen vorspulen, weil bei unseren Familienmitgliedern ja gerade nicht so viel passiert. Sie liest jetzt ein Buch bei uns, okay. Oh, wir machen uns eine Windel. Toll. So, und die beiden sind zurück nach Hause gekommen. Sky hat einen Urlaubstag sogar verdient. Sehr schön. Sky muss ganz schnell aus der Sonne raus. Das ist nicht gut. Markus Flechs möchte vorbeikommen. Nein, danke. So, und bei Carla ist auch alles soweit in Ordnung. Sehr schön. Dann können wir zu Lara gehen und ihr sagen, dass sie gehen kann. Weil ich meine, wenn beide Mamas zu Hause sind, dann brauchen wir auch kein Kindermädchen mehr. 144, das ist ja sogar gar nicht so viel. So, ich denke, wir können jetzt mal ein bisschen miteinander quatschen. Wir können erstmal über die Arbeit reden. Ich denke, das ergibt auch tatsächlich ziemlich viel Sinn. Dann können wir uns dann nochmal entschuldigen. Oh, Stimmveränderung von Zustand. Ich habe gar nicht das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Oh, du nicht so ein bisschen diese dunkle Meditation machen? Kann sie das nicht schon? Oder muss man das erst lernen? Ja, dunkle Meditation. Sehr schön. Nicht, dass du verreckst, nur weil du jetzt random irgendwie rausgehst oder so. Das Essen wurde gar nicht beendet, ne? Auch irgendwie doof. Aber wir können, das sind nur Fischtacos, das heißt, wir können die beenden. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich denke halt schon, dass die noch mal ein bisschen mehr zueinander finden werden in Zukunft. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, wenn sie morgen zu Senioren wird. Dennoch ist es besser als nichts, I guess. So, sie dance hier schon ab. Sie ist richtig am Start. Sie muss aber auf jeden Fall auch noch Fitnessfähigkeit trainieren, ne? So, sie kann das ja auch tagsüber tun. Ist Sky eher nicht so. Unbekannter Anruf, kannst du rudern? Moment, wer ist da? Ha, ich hab dich reingelegt. Wie ist das? Ist die jetzt bei mir hier drin? Wer ist das? Brittany war es wahrscheinlich. Ich denke, ich werde das Kind jetzt einfach mal wecken, weil das hätte sich ja leider eingeschissen. Moon Essen geben, dann kriegt sie ein bisschen Apfelmus. Sie ist wütend wegen dem Telefonstreich. Meine Güte. So, Carla ist fertig mit Schwimmen, dann würde ich sie jetzt noch mal ein bisschen energiegeladen joggen lassen. Und du kannst ja deinem Kind eventuell mit Flashkarten mal ein paar Basisbedürfnisse beibringen. Weil wir wollen natürlich die Mutter-Kind-Beziehung auch ein wenig fördern in diesem Let's Play. Entschuldigung. Du sollst der guten Dame hier Basisbedürfnisse per Flashkarten beibringen, bitte. Danke. Ich finde das immer sehr süß, wie die das dann halt so machen mit diesen Karten zeigen und dann, ach, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ach, ich lieb's einfach. Ich mag generell die Kleinkinder in Sims 4 sind einfach generell so toll. Sie stinkt auf jeden Fall hardcore. Deswegen werde ich sie jetzt nach Hause kommen lassen
Und dann soll sie einmal duschen. Sie hat, glaube ich, gar keinen Bock mehr. Sie rastet schon die ganze Zeit aus. Sie so, ja, same girl. Und dann ist es tatsächlich auch wieder Zeit für Sky ein bisschen Sport zu machen. Und wenn Carla fertig mit Duschen ist, kann sie ja ihrem Kind mal ein bisschen beibringen, aufs Klo zu gehen. Denn sie muss zwar jetzt nicht dringend, aber sie sollte es trotzdem lernen, bevor sie sich wieder in die Windeln macht. Sie soll ja grundsätzlich eine gute Beziehung zu ihr beiden Müttern haben. Deswegen gebe ich mir jetzt da ganz große Mühe bei, dass sich beide ziemlich gleichmäßig um sie kümmern. Yay, Töpfchenfähigkeit erworben. Danach wird es Zeit für Carla etwas zu essen. Und dann ist schon wieder Schlafengehenszeit. Sehr schön, das hat geklappt. Woo. Wieso kann sie nicht duschen? Geh duschen. Und danach lesen wir Moon in den Schlaf. Danach legen wir auf jeden Fall Sky auch schlafen, damit sie ihre Vampirenergie erhöhen kann. Währenddessen öffnen wir am besten schon mal den Random Number Generator noch einmal und schauen, was wir denn jetzt noch tun werden. Es ist die 93. Ich hoffe, es ist was, was wir hinkriegen. Erstelle ein zweites Alltagsoutfit. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oh, sie ist besessen. Aber da werden ja auch ihre ganzen Sachen neu aufgedingst. Und ja, dann gebe ich ihr jetzt ein zweites Alltagsoutfit. Ich möchte... Dann muss ich irgendwie... Wie komme ich jetzt am einfachsten in den Cars? Ich warte einfach ab, bis das vorüber ist, I guess. Mit Jess plaudern. Oh, welcome. Sieht so creepy aus, ne? Mein Gott, ey. Why? Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, beziehungsweise mir wurde geschrieben, wie man das mit dem Infiziertsein wegbekommt. Aber leider, ja, geht das nur, wenn man diese Storyline spielt mit der Mutterpflanze. Und das werden wir nicht tun. Demnach, ja, ist das leider ein bisschen doof gelaufen. So, dann gebe ich Sky natürlich jetzt ein zweites Alltagsoutfit. Es geht jetzt ja erstmal nur um ein Sim, deswegen hätte ich jetzt gesagt Sky, weil Sky ja gerade noch unser Hauptsim ist. Und das werde ich jetzt, denke ich, nicht in der Timelapse machen. Ich denke, das machen wir einfach zusammen. Da werde ich einfach mal schauen, was können wir denn da tun? Ich verbinde es mal nicht mit der dunklen Form, weil, ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Weil sonst gehen diese Streifen und so geht das, glaube ich, auch weg und das finde ich immer doof. Ich weiß gar nicht, was man ihr so geben könnte, ne? Also ich meine, sie hat ja schon einen ziemlich coolen Stil so, aber sie ist jetzt ja auch eine Mutter. Das müssen wir ja auch berücksichtigen, ne? Und grundsätzlich trägt sie ja auch eher dunkle Klamotten. Also deswegen werde ich das auf jeden Fall behalten. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool von dem Inchin-Style-Kit. Ich weiß nicht. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Ich gebe ihr dann auf jeden Fall andere Schuhe, damit wir halt ein bisschen mehr Abwechslung haben, dies, das. Oh mein Gott, diese Hose ist ja unfassbar cool. Ich würde die einfach direkt nehmen. Also irgendwie sehe ich Sky da ein bisschen drin. Let's go! Müssen wir noch irgendwie coole Schuhe dazu finden. Oh no! Ich habe Broken CC in-game. Aber die wären so cool gewesen, diese Schuhe. Ah, verdammt. Ja, die passen leider nicht so dazu. An sich finde ich die richtig geil, aber einfach so Turnschuhe und dann halt würde ich ihr jetzt noch so ein paar Söckchen geben. Einfach so ganz schlicht schwarze. Yay! Das sieht doch voll geil aus. Yes! Da sehe ich sie. Nehmen wir. Dann haben wir auf jeden Fall unsere Aufgaben gelöst. Das ist perfekt. Ich würde dann an ihrer Stelle auch mal ihre Form verstecken, damit man dann auch ihr anderes Outfit sehen kann. Hier dunkle Form verstecken, weil sie läuft dann immer noch in dieser dunklen Form rum. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd. Weil, ich meine, eigentlich ist es ja schon so, dass sie es ein bisschen verstecken möchte. So, da kann sie sich nämlich auch mal umziehen. Dann können wir nämlich ihr neues Alltagsoutfit direkt in Action sehen. Nice. Und da kann sie putzen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Outfit. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Sie ist so ein cooler Sim einfach, ne? Wow. Und ich denke, dass ihre Tochter genauso cool sein wird. So, Carla ist wach. Nice. Und sie wollte erstmal dancen. Aber das machen wir natürlich hier nicht. Was hat sie denn? Ist sie krank? Halsschmerzen vom Wetter. Und Ohreninfektion von kaltem Wetter. No! Wir wollen natürlich nicht, dass sie krank ist. Ja, sie hat so krasse Moves drauf. Was hast du vor?
entspannen. No. Also wenn dann, achso, sie kann nicht hustlen, weil sie ist ja krank. Kann sie dafür Medikamente kaufen? Oder geht das noch nicht? Gesundheit. Sie kann auf jeden Fall Medizin nehmen. Wenn ich die jetzt nehme, ist es dann direkt weg? Ja. Nice. Dann gönnt sie sich das natürlich. Level 2 der Tanzfähigkeit erreicht. Cool. Ach stimmt, heute ist Silvester. Da werde ich natürlich erstmal unsere Deko hier auspacken. Dekoration anbringen. Woo! Das sieht echt voll schön aus. Mit den Lichtern hier so. Nice. So. Und dann könnt ihr ja mal ein bisschen miteinander talken wieder. Also ich meine, Sky hat ja immer noch dieses Gefühl mit ihr, dass sie verliebt in Carla ist und so. Und das finde ich halt auch so unfassbar schön. Und Carla hat das ebenso. Also dieses Gefühl, dass sie so ein Problem miteinander haben, das ist halt zumindest schon vorübergegangen. Und die sind halt schon verliebt einander. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass sie noch heiraten werden, aber ich denke schon, dass sie wieder näher zueinander finden werden. Ja, aber sie werden jetzt halt einfach erstmal nicht so krass romantisch miteinander interagieren etc. Aber sie können ja erstmal die Freundschaft wieder ein bisschen aufbauen. Einfach so über banale Sachen reden, wie zum Beispiel... ja, wir können uns dann noch ein bisschen kennenlernen. Also ich meine, wir sind das natürlich auch alles ziemlich schnell angegangen. Und das ist Sky natürlich auch bewusst. Deswegen können wir natürlich auch ein bisschen schmeicheln. Hier mit Hörnern tröten, weil das ist ja Silvester. Oh, wir können dann Vorsätze fassen, ne? Vorsatz fassen, so. Oh, das ist irgendwie richtig schwer. Ich denke, Sky ist generell jemand, der es sehr wichtig ist, befördert zu werden. Also, dass sie gut im Job ist so. Also, sie ist ja auch ein Sim, der natürlich auch sich um ihre Mitmenschen kümmert und so. Dennoch ist es ihr, denke ich, schon ziemlich wichtig, gut im Beruf zu sein. Einfach für die Absicherung. Deswegen würde ich jetzt befördert werden nehmen. Ja, dann nehme ich das. Und bei Carla, da würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, dass sie eine Fähigkeit verbessern möchte. Weil ich glaube, also Beruf ist hier, denke ich, schon auch wichtig, aber ja, ich denke, hier ist es wichtiger, selber die Dinge zu tun, die ihr Spaß machen. Und deswegen würde ich halt eine Fähigkeit verbessern nehmen, weil im Streben Meilenstein abschließen sehe ich jetzt bei ihr gerade irgendwie nicht so, dass wir das unbedingt machen. Ja, ein Buch schreiben auch nicht. Und der Rest ist ja halt einfach nicht auswählbar, weil die Sachen schon alle zutreffen. Deswegen nehmen wir die Fähigkeit. Und sie kann ja leider gar nichts machen. Das ist sehr, sehr schade. Aber ja, nächstes Silvester. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob sie nächstes Silvester dann überhaupt teilnehmen kann. Ich weiß nicht, ob es dann nicht schon wieder vorüber ist mit ihr. Kurze Lebensdauer ist immer ein bisschen krass, ne? Warum ist sie so kokett? Entschuldigung? Total verknallt. Also ist ja süß und so. Das zeigt ja auf jeden Fall, dass Sky Carla auf jeden Fall nicht egal ist, auch wenn da halt dieser Betrug stattgefunden hat. Über Interessen sprechen, let's go. Das ist auf jeden Fall auch für uns schön. Oh, wir können über den Vorsatz erzählen. Also ich meine, wir haben uns jetzt ja nur so hin und her durch unsere Erzählungen das Ganze gesagt, dass es halt so wäre mit... aber das war ja nicht, weil Sky Carla nicht lieben würde und so, sondern halt, ne, jetzt ist es halt so vom Spiel selber auch gesagt einmal und das ist halt schön. Ich meine, Storytelling ist natürlich halt immer schöner, wenn vom Spiel selbst auch was kommt, was in die Karten spielt. Weil wenn es halt wirklich nur dieses ist, oh, ich spinne mir was zusammen und dann ist das so... kann man zwar auch so spielen, aber ich mag es immer mehr, wenn halt wirklich dann was vom Spiel selber auch kommt, was halt dann in die Story mit einfließt. Und das ist in dem Fall halt auf jeden Fall so, weil ich meine, wenn die beiden immer noch schwer verliebt sind, dann heißt es ja schon, dass sie richtig starke Gefühle haben und dass auch dieser Betrug, auch wenn es unfassbar schrecklich war für beide, dass es trotzdem an den Gefühlen an sich nichts geändert hat. Hier, Silvester-Konfetti werfen. Let's go! Wieso auch immer die beiden hier oben stehen. Das Kind ist noch nicht wach, ne? Nee. Aber sie hat langsam Hunger. Aber sie braucht noch ein bisschen, bis er aufsteht. Na dann. Oh, sie hat schon alles abgeschlossen. Sehr schön.
Was ist mit Carla? Carla nicht. Carla ist ein bisschen betrunken. Kokett betrunken sogar. Kokett betrunken. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie so... Wollen wir mal versuchen, was passiert... Sich trennen? Nein, definitiv nicht. Was passieren würde, wenn... Betrunken ist, das kann das... Wuhu. Nein. Nein. Ich würde einfach mal sie so anflirten. Einfach mal, um zu schauen, was passiert. Sind beide so down dafür schon oder eher nicht so? Ich meine, ich hatte jetzt hier eigentlich vor, das nicht zu tun. Aber ich meine, wenn sie kokett betrunken ist, dann maybe könnte das ja uns ein bisschen in die Karten spielen. Hm? Also sind die beiden down dafür oder noch nicht so? Oh, also Sky ist auf jeden Fall down dafür. Oh, Leute. Wie gesagt, heiraten werden die nicht mehr, aber... Die sind auf jeden Fall into it. Denk halt nicht, dass sie jetzt direkt wieder rummachen würden und so, aber die können ja so ein paar so nette Worte übereinander. Hier, Komplimente aussehen, machen einfach mal. Ihr ist auch aufgefallen, dass Sky natürlich neue Kleidung anprobiert hat. Ihr seid so süß, ne? Es läuft super. Och, süß. Ihr seid so Schnuckis, ne? Ich liebe euch. Och, ich finde das gerade sehr schön. Aber ich denke, an dieser Stelle werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Ja, dann sehen wir mal, was das Ganze hier alles noch bringen wird. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich denke, ihr werdet es auch sein. Also ich meine, das ist ja alles sehr, sehr wild, was hier abgeht. Und ja, wir kümmern uns dann natürlich auch weiterhin um das Kleinkind. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt endlich ein Kind haben. Und dass es da jetzt ja auch schon vorangeht. Es geht auf jeden Fall voran. Also ich meine, man kann mit den kleinen Kindern ja noch nicht so viel anfangen, aber dennoch geht es ja langsam in die Richtung der nächsten Generation. Also es dauert zwar schon noch ein paar Parts, aber wir wissen, kurze Lebensdauer geht alles sehr, sehr schnell. Deswegen, ich bin schon bereit, sagen wir es mal so. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob die vielleicht doch ein betrunkenes Techtelmechtel haben könnten nächstes Mal. Weil ich hätte nichts dagegen, wenn wir vielleicht noch ein Kind kriegen könnten. Also, aber halt nur so. Aus Versehen, Leute, ne? Aus Versehen. Ihr versteht mich sicherlich. Gut, ich denke, wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!